Beides noch Amateurkämpfe, aber bei den Amateurkämpfen ist alles da, alles dabei. Das sind immer offene Kämpfe, man weiß nie, wer die höhere Chance hat zu gewinnen, außer man kennt natürlich seinen eigenen Teampartner. Zur ersten Runde. Round one. Es hat angefangen mit einem rechten Leckig. Beide noch frisch. Schöner Zieher vom Ilama. Oh, versucht das Spinning Kick. Jetzt versucht ihn natürlich auf den Boden zu werfen. Beide haben viel Kontrolle. Oh, das waren schöne Milzhaken vom Jafari. Jafari hat auf den Boden geschmissen. Jafari hat ihn jetzt in der Kontrolle. La Lama auf dem Boden. Der Zeller, der Punkterichter, lässt beide aufstehen, um den Kampf wieder am Stand zu beginnen. Ui, schöne Kombination von Jafari. Da links, rechts, schöner Leckkick. Beide tasten sich ran, beide trauen sich noch nicht so ganz rein, weil die Reichweiten noch nicht so ganz ausgemessen sind wahrscheinlich. Die schlagen meistens in die Leere. Beide boxen viel. Aber, oh, jetzt hat der Jafari den La Lama wieder auf den Boden geschmissen. Jetzt versucht er mit dem Bodypunch ein bisschen zu bearbeiten. Oh, 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 gefährliche Position für den lieben Jafari. Denn der Overside ist. Schöne rechte Overhead. Oh, schöne rechte gerade von Jafari. Oh, oh, schöne rechte gerade. Wie. Ui. Er hat ihn halt noch gut in den Fesseln in den Beinen. Er will auch nicht loslassen. Er sagt, du bleibst bei mir. Kampf geht auf dem Boden weiter. Beide bleiben in der gleichen Position, werden nur tief in den Ring reingeschoben, damit alles fair bleibt. Damit nicht ein Kämpfer aus dem Ring rausfällt. Das ist ja auch kein MMA-Cage hier. Oh, er ist aufgestanden von der Position. Der Seller vom Seller Gym lässt auch alle Jungs wieder aufstehen, damit der Kampf wieder am Stand beginnt. Ui, schöner rechter Pushkick ins Gesicht vom La Lama. Beide Jungs zeigen viel, beide Jungs zeigen Technik, beide Jungs zeigen Kämpferwille. Der Seller meint, soll die Hände. Oh, der kann auch ins Gesicht gehen, das kann böse enden. Er hat sein Bein, er will auf den Boden schmeißen. Seller unterbricht. Ui, schöner, schöner.
La Lama gibt ein bisschen mehr Gas die Runde. Oh, schöner rechter Knie, aber rechter Haken von La Lama hat auch gesessen. Letzten 10 Sekunden, glaube ich. Wieder schöner Knie ins Bauch. Oh, das war anscheinend Tieftreffer. Seller hat nichts gejimmt. Ende der ersten Runde. Ausgeglichen, meiner Meinung nach. Ah, knapp an die blaue Ecke. Ausgeglichen, aber knapp an die blaue Ecke, wenn ich bewerten müsste. Sieht man, wie La Lama von dem Coach beraten wird. In der roten Ecke der Jafari. DJ Extreme verlässt uns. Alle online gucken, DJ Extreme. Kommt zur letzten Runde, zur zweiten Runde des MMA-Fights, 2x5 Minuten. Auch nicht so einfach, konditionell sehr schwer. Runde 2. Kommen wir zur Runde 2. Gucken wir mal, wer mehr Gas gibt, wer es mehr will, weil die erste Runde war leicht wie die blaue Ecke, bin ich meiner Meinung nach. Aber die Runde kann alles drehen. Die Runde kann echt alles drehen. Oh, ja, schöne rechte gerade von der roten Ecke von Jafari. Oh. Jetzt versucht er mit dem Clinch. Oh, oh, gefährlich, gefährlich. Nicht, dass die Jungs rausfliegen. Jafari, bisschen, wie soll ich sagen, aggressiver oder... Oh, Kampf wird beendet von Jafari von der blauen Ecke. Nee, nee, oder ja? Von der, ja, ja, nee. er hat es beendet. Von der roten, glaube ich. Ja, ja, von der absoluten blauen Ecke gesagt. Ja. Ehrlich? Oh. Ja. Von der roten Ecke wurde es beendet. Bin gerade erst hinzugekommen. Ja. Habe das eben gerade nur mitbekommen, aber natürlich Respekt an die rote Ecke. Ja. Beide Kämpfer stark gewesen auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr schön gemacht. Auf jeden Fall. Leider Jafari. Hat gewonnen bei Submission. Bei Submission. Und nochmal einen Dank an Fight24TV, die das alles hier live streamen, Live-Übertragungen. Vor Ort auch da sind, das alles hier aufnehmen, nur für euch.